Hallo YouTuber und Elektronikfreunde, in diesem Video möchte ich mal kurz zeigen, wie man hier so ein OLED-Display mit einem Arduino verbindet und auch in Betrieb nimmt, sodass man hier dieses Demo-Programm mal sieht. Ich werde dazu natürlich auf die Verdrahtung eingehen, wie das Ding überhaupt angeschlossen wird, auf die Library so ein bisschen und natürlich auch auf Problematiken bezüglich Windows und Linux. Verwenden tue ich hier ein Arduino Uno und zwar ist es ein China-Clone und das erste Problem, was auftritt für Windows-Anwender ist das, dass hier ein USB-Wandler, also USB zu R2 TTL-Wandler eingesetzt wird, der keinen Treiber in Windows hat. Man muss also dort von der Seite, von dem Hersteller, den Treiber erstmal installieren. Das will ich mal dann natürlich auch später zeigen. Und verwenden tue ich hier ein OLED-Display mit dem Controller SSH1106. Diese OLED-Displays gibt es ja in verschiedenen Bauformen natürlich. Ich habe hier eine Bauform, die hat 7 Anschlusspins. Und wie gesagt, der Controller, der hier verwendet wird, ist der SSH1106. Das sollte man dann auch mal beachten, wenn man da so ein Teil kauft. Da gibt es auch andere Controller. Von der Typenbezeichnung kann ich hier gar nichts sagen, weil es gibt hier eigentlich keine. Nur, dass hier drauf steht, eben OLED-Display 1,3-Inch OLED Version 2.0. Das Ding wird angesteuert hier über die SPI-Schnittstelle. Und wie das jetzt verbunden ist, das will ich mal hier kurz auf so einer Skizze zeigen. In Abhängigkeit der Library muss man das OLED-Display natürlich entsprechend an den Arduino anschließen. Ich habe mal hier in meinem Fall das mal kurz skizziert. Und zwar ist hier das OLED-Display zu sehen. Ich habe hier natürlich Ground und VCC, dann 5 Volt in dem Fall. Dann gibt es hier Clock, MOSI, Reset, DC und CS und ich habe dann in der Library mal nachgeguckt, was da wie ran muss. Also das Clock-Signal geht hier an Pin 13 vom Arduino Uno, das MOSI-Signal an Pin 11. Der Reset wird nicht verwendet, der geht also an 5 Volt. Problematisch und fraglich waren erstmal die Anschlüsse DC und CS. Ich habe dann nach ein bisschen rausgefunden, dass eben der DC hier an den Pin 9 geht und der CS an 10. Also DC ist der Data Command Anschluss und CS ist Chip Select. Wenn man jetzt einen reinen Atmega 328 verwenden will, dann nützen einen diese Anschlussbelegungen überhaupt nichts. Man muss dann also hier mal reingucken in das Datenblatt vom Arduino, was also jetzt hier Pin 13 ist. Ich habe hier nochmal aufgeschrieben, weil ich später eventuell mal Atmega 328 so nehme, ohne den Arduino, sodass ich weiß, an welche Pins ich hier dieses OLED-Display anschließen muss. Wie man ja schon gesehen hat, habe ich hier das einfach so lose verdrahtet und damit ist eigentlich auch die Verkabelung zwischen diesen beiden Modulen hier erstmal erledigt, sodass man sich jetzt um den Software-Teil kümmern kann und da werde ich erstmal auf die Sachen von Windows eingehen. Ich habe jetzt mal diesen Arduino Uno an den Port hier, an den PC angeschlossen und man sieht, er hat hier irgendein USB 2.0 Gerät erkannt, aber er hat den Treiber dazu nicht installiert und deswegen muss man da auf die Seite von dem Hersteller nochmal gehen und dort den Treiber runterladen. Ich habe dazu unten in der Beschreibung auch den Link dazu gesetzt und hier habe ich den Treiber auch schon mal installiert. Verwendet wird ja der CH340 und es gibt dort bei dem Hersteller dann diese CH341 seriell.exe Datei und die ruft man einfach auf, um dann den Treiber dazu zu installieren. Diese Software hat sogar einen verifizierten Herausgeber. Man sieht es hier, das ist also der Hersteller. Klickt man einfach auf Ja und dann installiert er letztendlich hier die Software. Dann geht man auf Install und dann installiert er das alles. Am Ende bekommt man dann nochmal den Hinweis, dass der Treiber erfolgreich installiert wurde. Und wenn man jetzt hier mal in den Gerätemanager geht, dann sieht man, hier ist also ein USB-Port, also wirklich auch installiert. In dem Fall ist es jetzt COM5 dort. Und somit kann man jetzt also mit dem Arduino Uno und der IDE dazu natürlich jetzt damit arbeiten.
Bei der Arduino-Software oder IDE ist es natürlich wichtig, dass man da wirklich die aktuellste Version nimmt. Es kann nämlich sein, dass wenn man das nicht hat, also nicht die aktuellste Version, dass er dann bei dem Einbinden des Treibers hier für dieses OLED-Display mit einer Fehlermeldung kommt, dass die Bibliothek ungültig ist oder so. Deswegen immer die aktuellste Version hier nehmen. Ich habe hier die Arduino 182, das aktuellste Moment. Und als nächstes werde ich natürlich hier die Library über Sketch-Bibliothek einbinden hinzufügen. Die Library für dieses OLED-Display, die ich hier verwende, ist diese U8 Glib Arduino Version 1.18.1. Das ist auch wichtig, dass man genau diese Version nimmt. In der Beschreibung ist auch dort wieder der Link auf die Seite. Und die füge ich jetzt hinzu und dann kann man gleich den Sketch laden für dieses Demo-Programm. Und das sollte dann eigentlich auch funktionieren. Wenn man jetzt hier nochmal in Sketch reingeht und Bibliothek auf Bibliothek einbinden hier geht, dann sollte also dort auch diese U8 Glib erscheinen. Und jetzt kann ich dieses Demo-Programm mal laden. Und zwar war das hier unter Datei Beispiele. Dort ist auch nochmal dann diese Lib zu sehen. Hoffe ich zumindest. Da unten, hier unten rechts, dort. Und dort sind einige Beispiele. Und ich habe jetzt hier den Graphics-Test, den ich jetzt hier einfach mal aufrufe. Dieser Graphics-Test zeigt einfach nur hier das hier praktisch an. Also er hat so ein paar Sachen, die er ja zeigt, was man damit machen kann mit dem OLED-Display. Und wenn das läuft, dann kann man eigentlich damit auch ganz gut arbeiten, also mit dieser Library. Und dann weiß man auch, dass die Anschlüsse hier alle korrekt sind. Dazu muss man allerdings hier in diesem Programm noch ein paar, also eine Sache genau tun. Man muss nämlich hier aus dieser Liste, die hier ist, genau das OLED-Display aussuchen, welches verwendet wird, beziehungsweise dann gucken, was für ein Treiber dort ist. Und ich hatte ja gesagt, es ist so ein SSH 1106. Und jetzt sieht man hier, sind lauter Zeilen mit diesem SSH 1106. Also hier sieht man den Treiber. Man sieht hier dann die Auflösung von dem OLED-Display und dann sieht man noch so ein paar Parameter. Und ich habe hier gleich als erstes den ersten genommen, den hier. Ich markiere den nochmal hier, den. Hier sieht man dann auch die Pins, die verwendet werden. 13, 11, 10, 9. Das sind genau die Pins, die ich jetzt auch hier für mein OLED-Display verwende. Dann speichere ich das so ab und lade das hoch und dann sollte man eigentlich hier dieses Demo-Programm hier auf dem Display sehen. Der Sketch wird hier gerade kompiliert und man sieht hier auch, ich bin an COM 5 dran. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann man durchaus mal hier in Werkzeuge gehen und dann den COM-Port hier überprüfen. Ah, sieht man jetzt hier gerade nicht. Also hier nochmal auf Werkzeuge, COM-Port und dann dort den entsprechenden COM-Port auswählen. Das Hochladen hier der Software hat problemlos funktioniert und man sieht natürlich auch hier, es hat sich natürlich nichts geändert. Die Geschwindigkeit ist etwas schneller, weil ich in dem alten Programm noch ein Delay reingesetzt habe, aber man sieht hier, das funktioniert soweit. Also so kann man dieses OLED-Display mit dem Uno hier in Betrieb nehmen. Jetzt werde ich mal hier den Rechner neu starten und das Ganze unter Linux machen, also Ubuntu in dem Fall. Ubuntu ist gestartet und wenn man jetzt hier den Uno an den USB-Port anschließt, dann wird auch der Treiber installiert bzw. das Modul wird erkannt. Das kann man damit daran sehen, wenn man jetzt mal hier im Terminal DMSG aufruft. Dann sieht man hier unten in dem Bereich, dass er eben ein Device gefunden hat mit einer Vendor-ID, Product-ID und so weiter. Und man sieht, hier ist jetzt auf USB hier. USB 0, also TTY USB 0 ist der verbunden. Das ist nachher wichtig, die Information für die Arduino IDE, weil dort dann der Port natürlich angegeben werden muss, um die Software zu übertragen. Auch unter Ubuntu muss man natürlich die Arduino IDE aktuell sein. Ich habe zuerst mit sudo apt install Arduino das versucht zu installieren. Das ist aber so, dass dort dann eine alte Version installiert wird.
sodass ich dann danach die aktuellste Version von der Arduino-Seite heruntergeladen habe und installiert habe. Und ich habe jetzt hier die aktuelle Version 1.82 auch hier auf dem Ubuntu-Rechner drauf. Das erste, was ich jetzt natürlich überprüfe, ist unter Werkzeuge mal den Port. Der ist hier auf TTY USB 0 eingestellt. Muss man also dann ändern gegebenenfalls, weil er sonst auf COM 0 oder so geht. Hier ist auch das Arduino Uno eingestellt, ist ganz wichtig. Und ich habe jetzt hier mal dieses Blink-Beispiel geladen und ich werde es mal hochladen. Sollte also problemlos durchführen. Und wenn das abgeschlossen ist, dann sieht man hier auf dem Board, ja, da blinkt es irgendwo, da. Dort. Sodass das schon mal funktioniert. Und jetzt werde ich wieder das OLED-Testprogramm hochladen. Auch hier erscheint unten bei den Sketches oder bei den Beispielen hier diese U8 Glib. Und ich wähle dann hier wieder diesen Graphics-Test aus. Und dann ändere ich hier wieder das erstmal auf meinen Controller, den ich hier habe, nämlich diesen hier. Ich muss das mal kurz runter machen. Dort ist er zu sehen, der 1106. Dann speichere ich das Ganze und lade das dann wieder hoch. Speichere das unter diesen Ort. Manchmal fragt er nach den Rechten, dass da kein Schreibrecht drauf ist. Also man muss dann hier einfach einen Ort angeben. Und dann lade ich das hoch. Der Sketch wird also hier wieder kompiliert. Man sieht hier unten dann auch eben die Änderung TTY USB 0 in dem Fenster. Und wenn das abgeschlossen ist, dann sollte er also hier mein Display wieder normal anzeigen. Das Moment Stillstand, wie man sieht. Da passiert nichts weiter, weil noch das Blink-Programm läuft. Und dann sollte es funktionieren. Zum Schluss gibt es hier zwar noch eine Warnung, weil ich als Root hier das gestartet habe, weil ich sonst keinen Zugriff auf den USB-Port habe, aber das kann man ignorieren. Man sieht jetzt auch hier wieder auf dem Display, dass also dieses Demo-Programm läuft, sodass man dann also damit agieren kann und arbeiten kann. Zum Schluss nochmal eine komische Sache, die ich festgestellt habe. Das Demo-Programm läuft ja jetzt gerade, aber die Anzeige ist etwas dunkel. Und ich habe festgestellt, wenn ich jetzt das Board mal abziehe, das Uno und wieder ran, dann ist es hell, so wie es sein soll. Und manchmal ist es eben so, man zieht es ab und macht es wieder ran und dann ist es dunkel. Ich versuche es nochmal zu reproduzieren. Hier. Und das wundert mich sehr. Ich nehme mal an, das liegt wirklich an dem Uno-Board, dass das irgendein Problem hat mit der Spannungsversorgung über USB. Vielleicht kann das jemand mal mit dem Originalboard nachvollziehen, ob das da auch so ist. Also jetzt ist dunkel, wie gesagt. Wenn ich es abziehe, daran hell. Ja, das war es auch schon mal wieder hier zu diesem Thema mit dem OLED-Display und dem Uno. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß und tschüss.